Jagen zum Überleben, der Stamm der Hadza, unverändert seit 50.000 Jahren. Die Hadza, der ursprünglichste auf der Erde lebende Volksstamm. Hab ich immer die ganze Zeit geweint. Meine Mutter mochte das nicht, also gab sie mir diese Narben im Gesicht. Wir bewegen uns langsam, bis wir nah genug sind. Dann schießen wir. Ihr Immunsystem ist stark genug, um mit den Parasiten fertig zu werden. Das ist wild, ja. Er sucht einen Weg, es zu töten. Jetzt machen sie eine Pause, um eine Pflanze zu konsumieren, welche ihre Sehkraft fürs Jagen verbessern soll. Krass, die buffen einen, Digga, auf entspannt. Weiß er, wie alt er ist? Ich weiß es nicht. Es spielt keine Rolle. So. Wenn ein Stammesmitglied alt wurde, jagten die Jungen ein großes Tier für sie und boten dessen Fleisch als letztes Festmahl an. Danach ließen sie die Ältesten bis zu ihrem Ende verhungern. Yo. Diese Menschen sind wie ein Fenster in die Vergangenheit. Sie sind also die Letzten unserer Ersten. Ich liebe euch alle, egal ob ich schwarz oder weiß, denn ich spiele keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights. Und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community. Und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein von Rui Janet. Er ist Türke, oder? Janet? Jagen zum Überleben. Der Stamm der Hadza. Unverändert seit 50.000 Jahren. Wild. Lasst mal einen Daumen nach oben da, schreibt mal ein Kommentärchen, abonniert den Kanal. Ich glaube, der hat echt gute Videos. Wir können öfter mal darauf reagieren. Ich bin gespannt, was hier passiert. Ich liebe ja so Naturvölker, die noch quasi so leben, wie wir Menschen früher auch mal gelebt haben. Seit 50.000 Jahren unverändert. Ist auf jeden Fall mies. Ist wild. Leider ist der Bruder, der mir das Video empfohlen hat, heute nicht da. Prince of Persia, Digga. Falls du das siehst hier auf YouTube, Bruder, du warst nicht da. Ich hab's dir versprochen. Wir reagieren drauf. Peter geht los, Digi. Und los. Die Hadza, der ursprünglichste auf der Erde lebende Volksstamm. Sie überlebt. Deshalb, die sagen, das ist der ursprünglichste auf der Erde lebende Volksstamm. Da hätte ich schon mal ganz kurz einen Einwurf. Und zwar, glaubt ihr daran, dass es eventuell Völker gibt, die keinen Kontakt zu uns haben, die wir nicht entdeckt haben, die quasi komplett fernab von dem leben, was wir leben? Ich glaube nämlich schon. Weil die sind ja jetzt auch auf eine gewisse Art und Weise auch infiziert worden. Ich glaube, ich sehe das wirklich als Infektion. Ich sehe uns Menschen als eine Art Krankheit. So. Und ich glaube nicht, dass wir alle Völker infiziert haben. Indem sie mit Pfeil und Bogen jagen, so wie es unsere Vorfahren vor Tausenden von Jahren gemacht haben. Krass. Tief in der wilden Savanne, wo hinter jedem Busch Ungewissheit lauert, jagen sie Klippschliefer, Antilopen und Paviane. Der Stamm der Hadza lebt das Leben in seiner ursprünglichsten Form. Sie trinken trübes Wasser, essen Honig mit Larven und Fleisch, das mit Fäkalien vermischt ist. Krass, Digga. Okay, das ist jetzt wild, Alter. In den nächsten 3 Tagen werde ich ein Teil ihres Stammes werden, ihre Lebensweise kennenlernen. Der Stamm der Hadza lebt seit über 50.000 Jahren in der Nähe des Eyasi-Sees im Norden Tansanias und kam erst vor rund 150 Jahren zum ersten Mal mit der modernen Welt in Kontakt. Sie sprechen Hadza, eine eigene Leider. Sprache mit Klicklauten. Die Mitglieder brachten uns zu ihrem Häuptling. Mein Name ist Sakuro. 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 Ruhi. Wo sind die Jungs? Schauen wir nach. Sie sollten noch hier sein. Hallo Mugesa. Wir sind die Hadza, mein Freund. Willkommen bei uns im Hadzabeland. Kommt alle her. Dass sie crazy, Digga. Die haben, boah, das ist schon faszinierend irgendwie, ne? Digga sind, zeigt sich an dem Leder und den Pelzen, die sie tragen. Was ist das auf dem Kopf? Vom Pavian. Das ist die Haut des Pavians. Als ich klein war... Hast du die Geräusche gehört, Digga? Boah. Hab ich immer die ganze Zeit geweint. Meine Mutter mochte das nicht, also gab sie mir diese Narben im Gesicht. Komm. Boah. Krass, Digga. Seine Mutter mochte nicht, dass er geweint hat und dann hat sie ihm diese Narben im... Ach du Scheiße. Innensalz in die offene Wunde, verspürt ein Baby Schmerz. So lernt es nicht zu weinen. Jetzt bin ich erwachsen und kein weinendes Baby mehr. Digga, das ist voll krass, ne?
Das flasht mich gerade mega, Alter. Hier bauen und reparieren eine Gruppe junger Menschen ihre Ausrüstung für die nächste Jagd. Das ist eine Fähigkeit, die von Generation zu Generation weitergegeben wird. Meine Pfeile sind die besten. Ich mache sie selbst. Wenn wir auf der Jagd sind und auf ein Tier stoßen, verhalten wir uns je nach Tierart unterschiedlich. Einige Tiere haben einen guten Geruch und ein gutes Sehvermögen. Wir müssen dann still sein und uns verstecken. Wir bewegen uns langsam, bis wir nah genug sind. Dann schießen wir. Mein Freund. Ich bin fasziniert irgendwie. Ich bin voll drin, Digga, ja. Krasse Scheiße, Alter. Ich finde es voll krass, wie die sich bewegen, wie die reden und so. Die sind noch natürlich, weißt du, wie ich meine? Was ich mich frage jetzt, ne, an der Stelle, wie haben die diese Sprache übersetzt? Wie haben die, weißt du, was ich meine? Wie haben die gecheckt, was die reden und wie funktioniert sowas? Dass die ein Volk entdecken quasi, vor 100 Jahren zum ersten Mal entdeckt oder was? Zum ersten Mal in Kontakt mit unserer Zivilisation gewesen? Wie kam es von diesem Kontakt dahin, dass man die Sprache übersetzen kann? Aus dem Stamm. Aber da muss ja einer von denen hat dann Englisch gelernt oder eine andere Sprache und dann... Ja, okay. Also einer vom Stamm hat quasi Englisch gelernt und dann übersetzmäßig, wa? Ja, macht Sinn. Was ist hier passiert? Leopard. Ich wurde vor langer Zeit von einem Leoparden angegriffen. Krass. Sie gestalten ihre Pfeile mit einzigartigen Mustern. Wenn ein Pfeil verloren geht und gefunden wird, wissen sie so, wem er gehört. So ist auch erkennbar, wer getroffen hat. Auf ihren Bögen haben sie diese einzigartigen Muster aus Teilen der Tiere, die sie gejagt haben. Sie zeigen, wie talentiert und erfahren der Jäger ist. Außerdem verwenden sie Vogelfedern, um den Pfeil während des Fluges stabil zu halten. Um Pfeile herzustellen, nehmen sie... Die Hunde sind auch krass, ne? Nächst ein Stück... Sind es Hyänen oder Hunde? ...und schnitzen es vorsichtig. Es muss so leicht und gerade wie möglich sein. Sie sind bei dem Prozess immer wachsam und benutzen ihre Zähne, um alle Unebenheiten zu korrigieren. Vor welchem Tier fürchtest du dich am meisten? Elefanten, Löwen und Leoparden. Elefanten haben riesige Rüssel. Sie können fast alles fangen und fressen. Sie fressen langsam. Komm ihnen niemals nahe. Du musst dich von ihnen fernhalten. Aber essen Elefanten nicht nur Pflanzen? Sie können dich angreifen und in zwei Teile teilen. Paviane. Wir werden gehen und sie jagen. Wir gehen morgen auf eine Pavianjagd. Geh einfach schlafen. Wir nehmen dich dann zur Pavianjagd am Morgen mit. Wir versammeln uns vor dem Morgengrauen. Sakuro schreit, um die anderen Jäger aufzuwecken. Bitte beachte, dass einige Szenen, die du gleich sehen wirst, manche Menschen verstörend wirken können. Wir bitten dich, die Kultur und Lebensweise der Hadza mit Respekt zu betrachten. Ja, das ist halt, Bro, das ist halt weit weg von unseren sozialen Konstrukten und so, was für uns Ding ist. Ich bin ja auch vegan unterwegs. Für mich ist schon crazy so, dass die einfach Tiere töten, aber das hat einen anderen Hintergrund, Digga. Die leben mit der Natur, in der Natur. Die machen das zum Überleben. Die machen keine Massentierhaltung, Digga. Die zerschreddern die Hühnerbabys nicht in irgendwelchen Industriemaschinen und so. Die jagen, damit die überleben. Das ist ein ganz anderer Film dahinter, weißt du? Bereit sind, beginnt unser Weg in die Wildnis. Sie teilen sich in verschiedene Gruppen auf. So haben sie die besten Chancen bei der Jagd. Der Stamm bereitet sich vor. Mal sehen, was passieren wird. Bruder, ich bin zum Beispiel auch vegan. So. Aber wenn ich in der Natur ausgesetzt bin, Wildnis, und ich weiß nicht, wie ich überleben soll und nichts zu essen habe, dann gehe ich jagen. Dann gehe ich jagen, Bruder. Das ist ja unser Überleben. Ich möchte ja überleben. Weißt du, aber bei mir wäre es so, wenn ich ein Tier töte, dann fließen auch Tränen. Dann bete ich auch, weißt du? Und nicht einfach so unbewusst, so bewusstlos quasi einfach Tiere massenhaft umbringen, so. Und nicht mal die Eier haben, selbst ein Tier umzubringen, weißt du? Das ist ein Riesenunterschied. Sobald das Tageslicht anbricht, begeben wir uns in die Wildnis, mit Sakuro natürlich. Ja. Leon, hast du schon mal geschlachtet? Nee, einen Fisch habe ich mal getötet, ja. Das hat mir aber damals schon auch wehgetan ein bisschen, als ich diesen Fisch in der Hand hatte und dann den mit irgendwas auf den Kopf geschlagen habe, damit der stirbt. So. War schon komisch, Digga. Aber ich habe den selbst gefangen, selbst getötet, selbst ausgenommen und gegessen. Das ist schon ein Riesenunterschied. Etwa 10 Jagdhunde bei uns, die in Alarmbereitschaft sind.
Die Jäger tragen Messer, Bögen, mit Pfeilen mit und ohne Gift. Sakoro hat in diese Richtung gezeigt. Wir trennen uns jetzt. Schau dort. Aber man kann auch nur in der Natur mit Pflanzen und so leben. Ja, die essen ja nicht den ganzen Tag Fleisch, Bro. Früher, wir haben ja auch nicht jeden Tag Fleisch gegessen, weißt du. Wir haben uns ja Großteil von Pflanzen, Bären etc. ernährt und ab und zu mal Fleisch bekommen. So. Das ist ja die Natur eigentlich. Deswegen ist es nicht natürlich, jeden Tag Fleisch zu essen für einen Menschen. Also folgen wir dieser Gruppe. Ein Crewmitglied folgt Sakuro und den Hunden. Während der Jagd teilen wir uns immer wieder in Gruppen auf. In diesem weiten Gelände sind die Hunde unsere Augen und Ohren. Sie verteilen sich und suchen weites Gebiet ab. Diese Strategie ermöglicht es sowohl den Hunden als auch uns, mehr Fläche abzudecken und uns... Krass, dass die so zusammenarbeiten, ne? Auch die Hunde und so wild, Alter. ...Chancen zu erhöhen. Mein Freund, schau. Heute ist das Wetter... Beste Männer, Digga, ich liebe euch. Nicht heiß. Ich wünschte, es könnte jeden Tag so sein. Das habe ich mir gestern auch überlegt. In Mexiko ist es gerade extrem heiß, ne? Richtig Hitzewelle, richtig heftig so, ne? Ich habe mir überlegt, so die Mayas und so, die haben keine Klimaanlage gehabt, weißt du? Bei denen in Afrika ist ja auch so. Und dann denke ich, wenn ich so denke, Alter, mir ist so heiß, ich komme nicht klar, dann denke ich so daran. Es gibt Leute, die sind damals so rumgelaufen, haben keine Klimaanlage gehabt und so, haben einfach ihr Ding gemacht, auch bei brutalen Wetterverhältnissen so. Wir können das alles, weißt du? Wir sind halt extrem Komfortzone orientiert und heulen direkt rum, wenn es ein bisschen unkomfortabel wird. Aber wir können das eigentlich als Menschen, wir sind dazu fähig. Mal sehen, was wir finden werden. Sie nutzen diesen schlammigen Teich. Zuerst pusten sie und dann trinken sie. Krass, Digga, Bro. Guck mal, deren Magen und so ist auch ganz anders als bei uns. Der Typ hier, glaube ich, will... Trinkt er das auch? Ihr Immunsystem ist stark genug, um mit den Parasiten fertig zu werden. Das ist wild, ja. Das Wasser ist kalt. Es ist ihnen egal, ob es sauber ist oder nicht. Die Hunde crazy an zu rennen. Da ist was. Lauft. Er wird den langen Stock in das Loch stecken. Er versucht, das Tier zu bewegen, herauszukommen. Der Stock vorher war nicht lang genug. Jetzt macht er einen längeren. Der Hund versucht, ein größeres Loch zu graben, um das Tier leichter... Guck mal, die arbeiten einfach voll zusammen, ja? ...greifen zu können. Mit den Hunden so. Mongo! Sie geben auf. Zeit ist kostbar. Sie müssen weiter. Die Hadza sind ein Nomadenvolk, das keine Lebensmittel... Die sehen aber voll stylisch aus. Die haben Swag, ne? ...und auch keine Landwirtschaft. Sie verlassen sich vollständig das Jagen und Sammeln. Sie tun sich zusammen. Ein Jäger rüttelt am Baum, um das Tier zu verwirren, es auf den anderen Jäger zulaufen zu lassen. Sie haben es. Crazy, wie präzise auch, ne? Boah. Was war das? Ein Eichhörnchen? Nein, Bruder. Das war der erste Fang des Tages. Oh nö, Digga. Es war nicht einfach, das... Hörni-Vibes, man. Das tut ein bisschen weh. Eichhörnchen zu fangen. Wir haben es durch die Büsche gejagt. Bruder, Eichhörnchen sind auch noch so Ding, Alter. So voll süß, ja? Er hat es in seinen Gürtel gesteckt. Aber ich verstehe es, Digga, weißt du? Ist jetzt auf der Suche nach seinem Pfeil. Jeder Pfeil... So klein und getroffen. Ja, krass, ne? ...sehr wertvoll für diese Menschen, da es sehr viel Zeit kostet, einen herzustellen. Die Hunde führen Sakoro zu der Stelle.
Er füllt die Öffnungen mit Gras auf, um das Tier daran zu hindern, zu entkommen. Warum hast du es nicht erwischt? Der Mungo kreischt beim Fangen viel. Es gibt viel Wasser in dem Fluss unten. Der Barai-Fluss. Barai-Fluss. Mann, den Fluss kann man nicht überqueren. Wir ändern unsere Route, weil wir den Fluss nicht überqueren können. Endlich ist es Zeit für eine... Warum jagen die keine Mammuts? Yo! Es ist 4 Stunden her, dass wir losgelaufen sind. Schau dir diesen Baum an. Diese Dinger erwischen uns immer. Sie sind scharf und zerreißen unsere Kleidung. Man nennt sie Akar. Bro, ich bin ja kein Fan von Tiere töten, ne? Aber es ist ein ganz anderer Vibe, wenn du verstehst, wie die leben und was deren Kult. Also die sind in der Natur, die leben mit der Natur, die sind da, Digga. Die haben. Das ist deren. Die machen das, weil die das seit 50.000 Jahren so machen, weißt du, wie ich meine? Das ist was ganz anderes, wie wenn wir uns jetzt so irgendwelche Wildererschwänze reinziehen, die irgendwo irgendwelche Elefanten jagen und die töten nur für deren Hörner, damit die daraus irgendwas Weltliches machen können. So. Weißt du? Das würde mich auch richtig abtören. Da würde ich richtig denken, Alter, ihr Wichser. Bei denen ist was ganz anderes, ein ganz anderer Film, ist ein ganz andere Perspektive, ist ein ganz anderer Hintergrund. So. Sakoro bewacht die anderen Jäger unten. Die Hunde haben diesen Klippschliefer gefangen, aber sie haben die Hälfte gefressen. Jetzt rutscht Sakoro durch die Felsen, um sich bergab zu bewegen. Dornen stechen ihm in die... Rutsch hier hin, Mann, Alter, und los! Eine. Er schneidet die Äste ab, um sich den Weg frei zu machen. Währenddessen schiebt der Junge seinen Körper in den Spalt zwischen... Boah! ...den Felsen. Er verschwindet komplett. Digga, die sind krass, ja. Der Junge, der in diesen Felsen hineingegangen ist, umrundet das Gebiet von einer Seite zur anderen. Er und die Hunde suchen auf kleinen Raum nach ihrer Beute. Sie haben einen weiteren Klippschliefer unter diesem Felsen abgeschossen. Vorsicht! Da lief was. Sie haben dort noch etwas gesehen. An der Reihe nun die Hunde. Es ist ein großer Clip. Hey, Bruder, ich fühle mich so, als ob ich gerade mit dabei bin, Digga. Liefer. Das ist voll faszinierend irgendwie, ne? Sie versuchen, ihn herauszuziehen. Er ist eine Mahlzeit bereit, aber noch unerreichbar. Der im Nest wurde gefangen. Hier ist er, mein Freund. Das Tier lebt noch. Er sucht einen Weg, es zu töten. Was für ein grausamer Weg zu sterben. Dein guter Tod. Er ist schon tot. Der Klippenschliefer. Prinz of Persia, Digga, da bist du ja endlich. Der hat's vorgeschlagen. Ich küsse dein Herz, Bruder. Da drüben. Ich habe ihn schon getroffen. Wir müssen ihn rausholen. Siehst du die Augen? Oh, es tut ein bisschen weh, gell? Klippschliefer kreischen immer so. Aber das ist uns egal. Es ist nur Essen. Benutze den Stein. Oh, Digga. Tschüss, Bro. Die Hunde versuchen, ihn zu schnappen. Dies ist der dritte Klippschliefer. Die Sunshine sagt gerade, töten, um sich zu schützen oder zu ernähren, ist für mich legitim. Nur so wenig Leid wie möglich dabei verursachen ist unausweichlich. Ja, das Ding ist auch, also... Selbst die militante Veganerin würde da sagen, dass es okay ist, so wie ich die verstanden habe. Also wie gesagt, es ist ein ganz anderer Film als irgendwelche Wilderer, die irgendwelche Tiere einfach nur töten für Schmuck oder für Massentierhaltung oder für, damit der,
Bruder in der Stadt jeden Tag Wurst aufs Brötchen draufpacken kann. Das ist ein ganz anderer Film, ist ein ganz anderer Hintergrund. Trotzdem tut's weh für jemanden wie mich, der Tiere liebt. Und wenn's nicht drauf ankommt und er davon, also wenn es nicht ums Überleben geht, würde ich niemals Tiere töten, so weißt du? So. In nur 50 Jahren verloren die Hadza 90% ihres Landes an benachbarte Stämme, die Bäume fällten und Wildtiere. Die wollten doch Affen jagen gehen, komische Affen, die sie sich an den Gürtel hängen. Getreide und Viehvertrieb. Früher haben sie überall hier gelebt. Ich meine, in diesem ganzen Bereich. Der Rückgang der Tierpopulation hat die Jagd und das Überleben für sie... Ich glaube, der eine Bruder hier mit Dreadlocks ist bestimmt ein Ex-Dings von denen. Das ist bestimmt der Übersetzer-mäßig, ne? Meine, in diesem ganzen Bereich. Der Rückgang der Tierpopulation hat die Jagd und das Überleben für sie erschwert. Ihre Krass. Lebensweise ist in Gefahr. Siehst du, das ist halt, hier geht's ums, das sieht zwar nicht so aus, aber hier geht's um Leben und Tod, Digi. Schaut her, er macht ein Feuer in unter einer Minute mit einem Pfeil, den er dazwischen seinen Händen reibt. Jetzt machen sie eine Pause, um eine Pflanze zu konsumieren, welche ihre Sehkraft fürs Jagen verbessern soll. Krass, die buffen einen, Digga, auf entspannt, ja? Es gab eine Zeit, in der wir viele Pavian auf diesem Berg jagten. Wir jagten sie hinunter zum Berg. Geil, ich mag auch deren Gestik und so, wie die sich bewegen und so. Das ist so voll Ding, Mann. Natürlich. Die Hunde jagten sie wie verrückt. Wir haben zwei von ihnen gefangen. Die anderen gingen auf die andere Seite. Diese Pavian-Truppe war sehr aggressiv. Das Gehen in diesem Gelände ist eine Herausforderung. Ich bin wieder stecken geblieben. Krass, die buffen was, damit die besser sehen können. Bushweed. Das ist bestimmt irgendwas anderes, Digga. Bewege es im Uhrzeigersinn. Lege es auf die andere Seite. So, so. So, in die andere Richtung? Ja. Ups. Der Junge sucht nach einem Mungo. Er schaut in jedes Loch, das... Die haben auch voll den Plan, so, weißt du, wie ich meine? Die wissen ganz genau, Pflanzen, dies, das, was Gefahr ist, was nicht und so. Die sind voll in Tune halt mit deren Natur, so. Mit dem, wo die leben. Erreichen kann. Tiger, durch dich habe ich in Windeseile mehr über Gesundheit und was den Körper gut tut gelernt, als vom Hausarzt in 30 Jahren. Kleines Dankeschön dafür. Bruder, das ist ein heftiges Feedback. Ich küsse dein Herz, Digga. Tiger, muchas gracias. Danke für deinen Support. Liebe geht raus an dich. Bester Mann. Er versteckt sich genau dort. Aber er lebt noch. Habt ihr nicht zugehört? Die sagen, warum jagen die nur so kleine Tiere und so. Habt ihr nicht zugehört, dass die Tiere sich zurückgezogen haben und dass sie ein echtes Überlebensproblem haben, weil nicht mehr so viele Tiere am Start sind? Es beißt. Sei vorsichtig. Er hat scharfe Zähne. Ja, die Synchronstimme ist krass, ne? Die, manchmal ist komisch. Ich würde lieber die Originale hören, aber dann verstehen wir nichts. Dachtest, ich könnte dich nicht erwischen? Jetzt schaust du, was? Benutz den Stein. Wie du schlägst, ist lustig. Verurteilt sie nicht. Das ist ihre Art zu leben. So haben auch unsere Vorfahren überlebt. Wo sind die Bienen? Sie sind auf einem Baum. Wir wurden gestochen. Geht nicht dadurch. Ich habe euch gesagt, dass ihr da nicht lang sollt. Aber ihr habt nicht zugehört. Diese Bienen sind verrückt. Leg dich nicht mit ihnen an. Diese Bienen sind verrückt, Digga. Leg dich nicht mit ihnen an. Wenn ich gestochen werde, schwillt bei mir nichts. Aber wenn du gestochen wirst, schwillt deine Haut an. Guck mal, was für ein unterschiedliches Immunsystem und Abwehrkräfte und Resistenz, Digga. Das war eine sehr ermüdende... Die trinken einfach aus so einem Loch einfach Wasser, dreckiges Wasser, so. Verstehst du, wie ich meine? Wir würden erstmal eine Woche lang flach liegen und kotzen und so. Wir sind 36.000 Schritte in nur 7 Stunden gegangen, während wir Tiere verfolgt haben. Bro. Guck
Guck mal, was für ein Sport, Alter. Er sagt, dass sie bei Pavianen das untere Fleisch bevorzugen. Welchen Teil genau? Wir essen bei Pavianen gerne die Hände und den Rücken. Die Pobacken schmecken süß. Booty it in, man, Alter. Die Hunde warten und freuen sich auf die Überreste. Ich wünschte, ich könnte das ganze Fleisch essen. Das Fleisch sieht köstlich aus. Sie essen das an den Nägeln gejagte Tier. Sie verschwenden nichts. Sie verzehren das Fleisch mit weichen Knochen. Du kannst das Knacken bei jedem einzelnen Bissen hören. Krass. Mit Knochen, Dicker. Weißt du, wie ich meine? Das ist ein ganz anderer Film. Lass uns diesen Teil essen. Ich fühle mich geehrt, dass das Volk der Hadza seine Jagd mit mir teilt. Wer sich fragt, wie Klippschlieferfleisch schmeckt, naja, ehrlich gesagt ziemlich gummiartig. Oha, der ist das wild, Alter. Klippschliefer. Krass, der macht da vielleicht welche Geräusche, Digga. In ihrer Freizeit stellen sie Ersatz für verlorene Pfeile her. Pfeile, die sie verloren haben. Affen. Wir werden sie in den Bergen finden. Das ist krass, die können die einfach nachmachen so. Jeder Hadza-Stamm besteht aus etwa 30 Personen und die durchschnittliche Lebenserwartung beträgt etwa 32 Jahre. Wegen der hohen Säuglingssterblichkeit. Normalerweise bringt eine Hadza-Frau 4 Kinder zur Welt, von denen aber nur 1 oder 2 überleben können. Krass. Honig ist ihr flüssiges Gold, vollgepackt mit Energie und lebenswichtigen Nährstoffen, die sie im Leben erhalten. Ist es ihr Carbs, Bruder. Häufigsten konsumiertes Lebensmittel. Wir befinden uns in der Nähe eines Baobab-Baumes. Da oben ist ein Loch im Baum. Dort ist der Honig. Sie schneiden ein Stück Holz zurecht, das sie am Baum befestigen. Sie benutzen es als Leiter, um nach oben zu klettern. Hier sind so tausende von Bienen in diesem Baum. Ein anderer Jäger macht ein Feuer und stellt daraus einen Räucherstab her. Er prüft, ob der räuchert die dann raus, wa? Stöcke stark genug sind, um einen Menschenkörper zu tragen. Krass, Digga, zieh das rein. Nun legt er den Räucherstab in den Bienenstock, um die Bienen für kurze Zeit zu beruhigen. Warum fasziniert mich das so, Digga? Ich bin irgendwie voll fasziniert, ja? Irgendwie so. Das laute Summen kommt von Tausenden von Bienen. Er wird immer noch gestochen, aber er erträgt die Schmerzen, um an den Honig zu gelangen. Ach, hier. Er muss sich beeilen, denn die Bienen werden aus dem Stock kommen und wir wollen sie nicht an uns ranlassen. Was war? Sorry. Gestochen, aber er erträgt... Das laute Summen kommt von Tausenden von Bienen. Er wird immer noch gestochen, aber er erträgt die Schmerzen, um an den Honig zu gelangen. Boah, Bro. Ach. Er muss sich beeilen, denn die Bienen werden aus dem Stock kommen und wir wollen sie nicht an uns ranlassen. Immer noch nicht viel Honig. Diese Saison ist nicht gut. Wir sollten noch etwas warten. Es ist sehr wenig Honig drin. Es ist hauptsächlich... Warum machen Bienen eigentlich Honig? Das würde mich interessieren. Guck dir den Baum an. Voll krass, ne? Alles krass irgendwie. Wie machen Bienen Honig und warum machen die Honig? Das würde mich mal interessieren. Für was? Wachs. Und es sind einige Larven drin. Ich zeige es euch. Für die Hadza ist Honig nicht nur Nahrung, sondern auch Währung. Sie tauschen es gegen scharfe Metallwerkzeuge, Glasperlen, Schuhe und Maisstärke ein. Sie nutzen kein Geld. Mit wem? Oder ein entwickeltes numerisches System zum Zählen. In Hadzane sind 1 und 2 die einzigen Zahlen. Auch heute noch behalten sie die Zeit nicht im Auge. Uhren und Kalender gibt... 1 und 2.
Ihr nicht. Sie Kalender spielt keine Rolle. Keine Ereignisse wie Geburtstage oder Feiertage. Krass! Weiß er, wie alt... Digga, die machen einfach Klimmzüge auf entspannt. Sie haben keine Ereignisse wie Geburtstage oder Feiertage. Weiß er, wie alt er ist? Ich weiß es nicht. Es spielt keine Rolle. So! I don't give a fuck, Bruder. Für was? Heutzutage haben einige von ihnen die Amtssprache Tansanias gelernt und nutzen Zahlen, aber die meisten können immer noch nicht bis 10 zählen. Um Zahlen jenseits der 5, wie zum Beispiel die 8, auszudrücken, muss er sie kombinieren. Wie viele? Hier 5. Dort 3. Was ist, wenn ich ihn fragen würde, mir 70 zu sagen? Was würde er sagen? Bro, was ist eigentlich jetzt, mit wem tauschen die denn den Honig gegen andere Sachen? Das ist zu viel. Allgemeine Begriffe für größere Mengen, alles andere ist zu abstrakt. Haben Sie immer die Pavianjagd im Kopf, ständig im Gedanken? Das ist das leckerste Fleisch. Immer wenn... Andere Stämme. Okay. Schlafe, träume ich von Pavian. Wenn ich morgens aufwache, gehe ich auf die Jagd und suche nach Pavian. Ich gehe hinauf in die Berge. Wenn ich sie dort nicht sehe, gehe ich woanders hin. Sie schreien so. Die machen mich glücklich irgendwie. Nach ein paar Stunden Schlaf bereiten wir uns auf eine Jagd vor, die Tag 2 um 4 Uhr morgens beginnt. Das ist unser zweiter Tag hier und wir werden Antilopen und Paviane fangen. Während wir die Tiere... Okay, jetzt geht's richtig los, Digga. ...aufspüren, wird ein Teammitglied hier bleiben und das Leben im Lager filmen. Die Männer, die heute zurückbleiben, reparieren Werkzeuge. Sie haben kein Gift mehr, also nehmen dieser kleine Junge und der alte Mann zunächst einen langen Weg auf, seinen Eimer Wasser zu holen. Beschäftigt mit ihren täglichen Aufgaben, halten sie immer noch die Augen offen und nutzen jede Gelegenheit, um etwas zu finden, das sie heute essen können. Nach mehreren erfolglosen Versuchen findet er auf dem Rückweg zum Camp eine große Schnecke. Das ist eine Schnecke. Wir, die Hatzer, essen auch so etwas hier. Krass, da kommt eine Pflanze einfach raus aus der Schnecke, ja? Ja. Wir kochen sie einfach auf dem Feuer und essen sie dann einfach. Siehst du? Schnecke in mein Alter. Berge? Man sagt, dass es dort drüben viele Hyänen gibt. Junge Leute mögen den Geschmack von Schnecken nicht besonders, bieten sie den Älteren an. Einfach abgeschoben auf die älteren Dinger. Vergangenheit, wenn ein Stammesmitglied alt wurde, jagten die Jungen ein großes Tier für sie und boten dessen Fleisch als letztes Festmahl an. Danach ließen sie die Ältesten bis zu ihrem Ende verhungern. Heute teilen sie ihre Jagd mit ihnen. Dieser Krass. Boah. Die haben den ein großes Tier gejagt, Digga, und dann haben die danach verhungern lassen. Yo. Eck gehört zum Wüstenrosenbaum, der für die Hatza-Jäger die entscheidende Zutat bei der Jagd auf große Tiere darstellt. Gift, mein Freund, Gift! Sie schneiden den Ast erst in mehrere Mich würde jetzt interessieren, wie das dazu kam, dass die einen Change gemacht haben, so. Dass sie dann gesagt haben, nee, wir füttern die auch mit. Weißt du? Meinst du, es hat mit dem Kontakt zu uns zu tun? Stücke. Und geben alle in eine Pfanne. Die Stücke werden mit kaltem Wasser übergossen und die Mischung zum Kochen gebracht. Er gibt Blätter dazu, um den Schaum von der Oberfläche abzuschöpfen. Nachdem sie die Stücke entfernt haben, sieht aus wie Ingwer, Digga. Lassen sie die Mischung köcheln, bis sie eindickt. Mit einem letzten Rühren überträgt er die Essenz auf einen Stein und fügt einen Spritzer Wasser zu. Zum Schluss gibt er etwas Asche hinzu, vermischt alles, indem er es mit einem Stein zerdrückt. Das Ergebnis: eine schwarze, giftige Paste. Er bestreicht vorsichtig die Pfeilspitze damit. Jetzt ist der Pfeil einsatzbereit. Er reibt seine Hände am Gras, um das Gift zu entfernen. Schaut mal her, das ist ein vergifteter Pfeil. Sehr gefährlich für mich, aber auch für dich. Beim Abschuss eines Tieres geht das Gift ins Blut und wandert zum Herzen.
Der Körper hört auf, sich zu bewegen. Du. Digga, der hat auch frische Dinge, Alter. Frische Frisur, ne? Seiten kurz und so. Rudi. Wer ist dein Friseur, Langer? Erzähl mal. Funktioniert bei Impalas, Büffeln, Zebras, Giraffen und allen anderen. Der sieht aus wie Blueface. Tieren. Mit dem hier. Während Männer nach Fleisch und Honig suchen, sammeln Frauen Obst, Gemüse und Grünzeug. Im Moment graben sie Wurzeln und Knollen mit Grabstöcken aus. Sie sind wie Nährstoffspeicher der Natur. Hier hat sie eine wilde Kartoffel gefunden. Geil. Die Girls sieht man auch mal hier jetzt. Mein Rock ist zu kurz. Gib mir ein Stück Stoff. Die Hadza-Frauen, die fast isoliert leben, fühlen sich nicht wohl dabei, von Fremden gefilmt zu werden. Wichtig. Er schaut mich an. Das sind noch Frauen, Digga. Die fühlen sich nicht wohl dabei, gefilmt zu werden. Vergleich mal mit den Girls von heute. Haut's, na Mann? Das Buschschwein war hier. Das ist frisch. Das Schwein war vor nicht allzu langer Zeit hier. Das Buschschwein. Wir werden versuchen, es zu verfolgen. Die Hunde helfen uns. Okay. Schau, das Schwein hat hier gegraben. Ein weiterer Kratzer an diesem Baum. Sie hörten ein Knistern und halten nun inne, um herauszufinden, woher das Geräusch kommt. Knister innen, na Mann? Sie prüfen, ob sie etwas finden. Ob es etwas zu jagen gibt. Okay, Bro. Nichts. Wegen des Regens verstecken sich die Tiere in ihren Tunneln oder Unterschlüpfen. Seht ihr das Nest eines sehr kleinen Tieres, dem sogenannten Buschbaby? Die Weicheier mit Regen. Mit Regencape, Bruder. Auf süß. Sie werfen Steine in Richtung des Baumes, um das Tier wegzubewegen. Es muss rennen. Von hier kann man es nicht verfehlen. Was war das? Oh, wie konntest du den nicht treffen? Ja. Bruder! Spaß. Das Tier kann nirgendwo anders schau, hin. Schau. Sei vorsichtig. Schieß nicht auf uns. Was ist das für ein Tier? Dieser hat es in sich. Der ist doch gut schnell, ne? Der geht voll ab. Der Junge hat ein weiteres Buschbaby-Nest entdeckt. Es versteckt Buschbaby? Sich im Inneren. Nach dem zweiten Versuch kann es sich nicht mehr bewegen. Er macht sich jetzt einen Weg frei, um auf den Baum zu klettern. Der Junge klettert zum Nest des Buschbabys hinauf. Er kommt. Oh nö, Digga. Er und schnappt es. Direkt am Schwanz. Ey, da ist so ein Baby, Alter. Die Augen des Buschbabys sind voller Verzweiflung. Es sich an seinem Nest fest und versucht, sich zu schützen. Doch dem Kleinen bleibt keine Chance. Es lebt immer noch. Er beendet sein Leben. Einfach die Kehle durchgebissen oder was, Bruder? Dieses Tier wird Buschbaby genannt. Bruder. Boah. Sie sind vor allem nachts aktiv. Wir haben sie im Schlaf erwischt. Auf den Kopf. Oh, das haben sie von den Augen. Es ging von hier rein, kam von dort wieder raus.
Schau dir die Hände des Tieres an. Sie sind mit Affen verwandt. Währenddessen sind zwei Jungs im Camp auf der Jagd. Er pfeift genau wie der Vogel, um ihn auszutricksen. So nah und doch so fern, er verfehlt ihn. Er ist umgefallen. Ja, Alter, hast du gesehen, Digga, Alter? Was für ein Skill die haben, Alter. Der hat sich sogar bewegt, Alter, der Vogel. Guck. Er ist umgefallen. Aber beim dritten Versuch traf er einen, direkt aus dem Himmel. Köln. Was sagt der Köln? Aimbot, Digga. Wir haben eine Taube gefangen. Was ist Digga? Diesen Hund passiert? Er hat viele Kratzer. Paviane haben unseren Hunden diese Wunden zugefügt. Ein Babuun. Ja, sie haben gebissen. Yeah. Da der Regen aufgehört hat, kommen die Tiere aus ihren Unterschlüpfen, kriechen heraus. Und die Hatzer sind natürlich bereit, sie abzuschießen. Die hätten auch ein bisschen noch mehr vom Leben. Also ich hätte mich jetzt auch, also ich finde es schon cool, Digga, weißt du? Ist halt, Tiere töten ist für mich so eine Angelegenheit, aber wie gesagt, das ist ein ganz anderer Film als das Tiere töten, was die Menschen heutzutage so machen, gerade in der Industrie. Mich hätte noch mehr die Lebensart und Weise interessiert, weißt du? So alltagmäßig so ein bisschen erzählt, was abgeht, so nicht nur jagen, Bruder. Hoffen. Er hat ihn. Aber auch interessant. Ein sehr schöner Vogel. Mein Freund, siehst du diese Pflanze? Fass sie. Digga, hast du den Hund gesehen? Voll fresh, ja? Mein Freund, siehst du. Wie der da steht, Alter. Mashallah, Bruder. King. Pflanze? Was sie machen, wenn die so abhängen und so. Ja, nach dem Jagen, die ist. Aber ich glaube, die jagen die größte Zeit. Ich glaube halt, dass die wirklich den größten Teil des Tages halt wirklich jagen. Der hat ja beim ersten Tag gesagt, die waren 7-8 Stunden unterwegs. Ich glaube, bei den Jungs gerade ist halt der größte Teil des Tages ist jagen. Nicht an. Du wirst dich tagelang jucken. Ich habe sie einmal aus Versehen berührt. Es juckt wie verrückt. Die Hunde scheinen sich so sicher zu sein. Da ist auf jeden Fall was dran. Ich find's auch faszinierend, wie die mit den Dogs zusammenarbeiten. So, die sind so richtig so Team, Digga. Das ist voll heftig. Beeil dich. Die Hunde fressen ihn. Ich habe meinen Bogen nicht dabei. Ich sehe auch meine Pfeile nicht. Obwohl sie sehr loyal sind, handeln die Hunde manchmal schneller als die Hatzerjäger und nehmen die Jagd selbst in die Hand. Er versucht den Vogel mit der Hand. Dann hauen die selber rein, ne? Fangen. Sakoro und die anderen Jäger sind nun erschöpft. Ja, die bauen nichts an, ne? Die jagen nur, das ist krass. Gibt's auch andere, die anbauen, wa? Mehr. Pause von der Jagd kehren wir zum Camp zurück. Jetzt haben wir Hunger. Wir müssen essen. Wann hat er das letzte Mal gegessen? Ich habe gestern zu Abend gegessen. Früher war das Leben gut. Mit vielen Tieren. Aber jetzt. So, die waren erstmal jetzt 8 Stunden jagen, Digga, und dann gibt's die erste Mahlzeit. Das war auch normal bei uns, habe ich auch letztens schon erwähnt. Wir sind nicht dafür gemacht, aufzustehen und direkt was zu fressen. Wir müssen eigentlich uns das Essen erst verdienen, das ist unser Ursprung. Deswegen aufstehen, erstmal ein paar Sachen erledigen, danach eine Mahlzeit essen. Die alle verschwunden. Einen Pavian zu finden ist schwer. Sie sind jetzt schlauer. Was denkt er über den Tod? Was glaubt er, wohin er gehen wird, wenn er stirbt? Oh, geile Frage. Ich weiß es nicht. Hör zu, mein Freund. Wenn du tot bist, wirst du in der Erde begraben. Dann ist das Leben zu Ende. Die Kleinen lernen. Okay.
wie man einen Pfeil schießt. Das ist ihr Klassenunterricht. Oh. Wow. Schön. Was sind Ihre Träume für die Zukunft? Was? Was laberst du in Zukunft, Digga? Es gibt nur heute. Verstehst du ihn? Du meinst, wenn wir erwachsen sind? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich verstehe das nicht einmal. Gibt keine Zukunft. Gibt nur das Jetzt. Manchmal fällt es Ihnen schwer, über die Zukunft zu sprechen. Ja, Sie haben kein Konzept der Zukunft. Brutal. Die Pfeilspitzen bekommen wir vom Stamm der Datoga. Im Gegenzug geben wir ihnen Honig und traditionelle Medizin. Wir werden in die Berge hinausgehen. Es ist weit. Der Morgen des dritten Tages beim Stamm der Hadza. Während wir geschlafen haben, ist eine Gruppe, die zur Nachtjagd aufgebrochen war, gerade zurück. Wir sind seit gestern Abend auf der Jagd und haben endlich diese Antilope gefangen. Ja, Salame! Es ist eine kleine, aber wir werden sie teilen. Fass sie nicht an, du bist nicht einmal mit auf die Jagd gegangen. Sie haben eine Antilope bekommen, eine Dick-Dick. Eine Dick-Dick, Digga. Crazy. Während wir uns den Pavianen nähern, haben diejenigen, die im Camp geblieben sind, begonnen, eine Hütte zu bauen. Gerade sind zwei Männer auf dem Weg, geeignete Äste und Blätter zu sammeln. Paviane sind schlaue Tiere. Sie bewegen sich weiter, wenn sie etwas spüren. Sie mögen keinen Kontakt mit Menschen. Wir müssen mithalten, komm schon. Sie sind fragen gegangen, ob sie Paviane in der Nähe gesehen haben. Sie sind schlau. Aber das sind sie auch. Sie spüren, dass wir näher kommen. Wir werden sie weiter suchen. Wir müssen unsere Strategie verbessern. Es geht darum, immer einen Schritt voraus zu sein. Diejenigen, die im Camp sind, pfeifen jetzt, um ihre Freunde zu rufen. Um ihre Freunde zu rufen, die auf eine morgendliche Honigjagd sind, um mitzumachen. Nimm! Jetzt genießen sie die süße Leckerei. Honig, wa? Ja, ne? Krass, Alter, reibt er das Honig in die Haare rein, oder? Der Honig ist süß, aber die Bienen drehen durch. Manchmal hasse ich Bienen. Aber sie geben dir Honig, um deinen Magen zu füllen. So. Jetzt, da alle Materialien bereit liegen, ist es an der Zeit, das Fundament zu legen. Sie beginnen damit, die Zweige zu biegen und zu flechten, um Stäbe zu schaffen. Um ihr Stabilität zu verleihen, wickeln sie zusätzliche Äste drumherum. Was bauen die in Hut, ne? Diese käfigartige Struktur bildet den Hauptteil. Dann umwickeln sie die Basis mit wildem Aloe Vera und bedecken die Oberseite mit Blättern und Gras. Für den letzten Schliff stecken... So, habt ihr gesehen, wer gefaked hat, ne? ...ist ein paar weiße Blumen ein. Fertig. Innerhalb weniger Stunden steht ein neues Zuhause bereit. Ein Geschenk für den jungen Vater und seine Familie. Krass, das ist sein Home, Alter. Haus ist fertig und man kann darin schlafen. Schauen wir uns das mal an. Damit du es weißt... Guck mal, der kleine Digga. Geil. Ist super. Sag was. Pavian. Klettern auf die Baobab-Bäume. Also überprüfen wir jeden einzelnen Baum. Aber unser Hauptziel... MTV Cribs, Digga, Video. ...ist es, zu diesen Felsen zu gelangen. Hier oben. Man sagt, dass dort Paviane leben. Als wir den Weg entlang gehen, entdecken wir eine Gruppe von Klippschliefern, die sich in den Felsen unter uns verstecken. Sie haben alle 5 Klippschliefer bekommen, jetzt ist es an der Zeit, weiterzuziehen für die Paviane. Wie viele sind das eigentlich? Das ist eine sehr sexy Aufnahme hier gerade, wo ich Stopp gemacht habe. Wie viele sind die eigentlich in so einer Hut? Klingen gierig den Magen mit einer fäkalartigen Mischung aus halbverdauter Nahrung und
Magensäure gefüllt ist. Sakuro sagt, sie hätten alle Gebiete abgesucht und konnten keine Paviane finden. Aber wir werden unser Glück in der Nacht versuchen. Paviane können aus den Erfahrungen lernen und Orte meiden, an denen sie bedroht sind. Es scheint, als hätte sie hier das Glück im Stich gelassen. Die Hadza passen ihre Strategie an. Sie werden heute Nacht in einem anderen Teil der Region Paviane jagen. Sowohl Räuber als auch Beute. 30 sind die in einer Hutsasse. Ihre lernen ständig dazu und passen sich an. Es ist wie Versteckspiel, nur in der Wildnis. Digga, ich bin gerade am Nudeln essen, Mann. So, bisschen Fäkalien mit rein, Digga. Bisschen Gewürze, Digga. Vegio. Jetzt. Scheiße. Pavianjagd. Es wird dunkler. Einige der Stammesmitglieder haben herausgefunden, wo sie leben. Sie befinden. Digga, die sind ja nur am Ackern und wir sitzen zu Hause und schauen Twitch. So. Sich auf einem Baum. Wir werden besonders leise sein. Protein-Vibes, Digga. So. Paviane sind keine nachtaktiven Tiere. Sie sind. Einer sagt so aus wie Guacamole. Morgens und nachts aktiv. Sie schlafen in Bäumen, wo sie vor Raubtieren, meist Leoparden, Hyänen und Menschen geschützt sind. Wir erhöhen den ISO-Wert in der Kamera und können mit Rauschen sehen. Es ist stockdunkel. Heftige ich Kamera, sehe nichts. Alter. Wir müssen uns an die Jäger halten. Ich möchte nicht versehentlich von einem giftigen Pfeil getroffen werden. Wir dringen immer tiefer in den Lebensraum der Paviane vor. Bruder, einfach mitten im Dschungel, Digga. Da gibt's Hyänen, Digga. Fucking Lions und Geparden und so ein Scheiß, Digga. Das muss ich mal überlegen. Elefanten, Bruder. Bruder. Ich habe das Gefühl, dass wir den Wald stören. Wo hat denn der die Taschenlampe her jetzt auf einmal? Muss. Wie sehen dir aber die Augen, Bro? Kennst du das nicht, wenn du lange nachts... Bruder, selbst wenn es dunkel ist, kannst du sehen. Weißt du doch selber. Wenn du erst aus dem Licht kommst, ist es schwierig. Aber wenn du lange in der Dunkelheit bist und die Augen offen hast, erkennst du immer mehr. Deine Augen haben auch einen ISO-Wert. Die können den auch verändern. Fucking Kamera ist ja quasi unsere Augen nachgebaut. Was war das für ein Geräusch? Eine Art Buschbaby. Groß. Größer. Paviane leben in großen Gruppen. Während sie aufeinander aufpassen, warnen sie die Gruppe vor möglichen Gefahren und verteidigen sich gemeinsam gegen Bedrohungen. Du hast dort drüben einen gesehen. Haben sie einen gesehen? Ja. Okay. Sie sagten, sie hätten dort einen gesehen. Oder haben die Taschenlampen immer, Digga? Nee, oder? Nein. Den Weg sieht man dann irgendwann automatisch. Ja, aber so in Bäume reinwatchen, Digga, geht ja nicht eigentlich, weißt du? Bäume, die so weit weg sind. Aber ja, also wenn ich war ja hier auch schon mal im Dunkeln, im Dschungel so mäßig. Da kann man schon was sehen mit der Zeit. Also die nahe Umgebung wirst du schon sehen, aber so weit gucken ist schon krass. Wir müssen weg. Sie sind nicht hier. Paviane sind extrem wendig und können sich sowohl auf dem Boden als auch auf den Bäumen schnell bewegen. Taschenlampe immer und Batterieladegerät. Hä? Die haben doch gar keinen Strom, Digga. Sie versuchen zu entscheiden, in welche Richtung wir sollen. Sei vorsichtig. Wir wandern am Ufer des Baches entlang. Unten gibt es einen steilen Abhang. Es ist so eng, dass nur eine Person hindurchgehen kann. Die Taschenlampen sind von den Guides, wurde gesagt. Wie machen die das aber ohne Taschenlampe nachts? Oder haben die das... Wie jetzt? Ich verstehe es nicht. Doch egal. Einer sagt gerade, dass ich mir noch so ein anderes Video von dem reinziehen soll. Ja, Digga, der macht gute Videos. Also ich finde das sehr interessant. Können wir auf jeden Fall noch mal ein anderes Video reinziehen. Safe. Gestern haben wir keine Aufnahmen einer erfolgreichen Jagd gehabt. Nach 3 Tagen harter Verfolgungsjagd kehren die Hadza-Jäger mit leeren Händen nach Hause zurück, ohne einen Pavian für ihre Familie.
Während des Schneideprozesses fanden wir jedoch einen Frame, der zeigt, wie ein Pavian flüchtete, indem er von Ast zu Ast sprang, als wir Ach was. Da ausmachten. Sie waren sich der körperlichen Grenzen des Menschen bewusst und warteten geduldig, bis die Lichter ausgingen, Wow. um in der Dunkelheit leise fliehen zu können. Es geht darum, am anpassungsfähigsten zu sein. Wir waren am Ende der Pavianjagd angelangt. Wir waren nicht erfolgreich. Die Tiere haben uns wohl gehört. Das Volk der Hadza ist in dieser Welt wie wir vor tausenden von Jahren. Eine der größten Bedrohungen für diese Gemeinschaft ist natürlich die Modernisierung und der Verlust dieser einzigartigen menschlichen Kultur. Diese Menschen sind wie ein Fenster in die Vergangenheit. Sie sind also die Letzten unserer Ersten. Hallo. Sie sind die Letzten unserer Ersten, Digga. Anfang letzten Monats wurde mein YouTube-Kanal gehijackt und die Hacker, die Diebe, haben alle meine Videos von meinem YouTube-Kanal gelöscht. Was? 12 Jahre meiner Arbeit waren verloren. Durch diese plötzliche Aktion sanken meine monatlichen Einnahmen mit einem Klick nur auf Null. Wir konnten letztlich alle Videos durch unsere Sicherungsdateien retten. Der Algorithmus bevorzugt jedoch nicht mehr unsere wiederhergestellten Videos. Infolgedessen ist die Zahl der Aufrufe dieser Videos erheblich zurückgegangen, wodurch wir unser passives Einkommen verloren haben. Aus diesem Grund beläuft sich unser erwarteter finanzieller Verlust für das gesamte Jahr auf mindestens $75.000. Krass, Bruder, das sind voll viele Mitarbeiter, Alter. Krass, der hat ein heftiges Team. Wir können es uns leider nicht leisten, so weit hinterherzufallen. Wir bemühen uns, die Qualität unserer Dokus in jedem Video, das wir machen. Ich küsse dein Herz, bist privat so. Könnt ihr euch noch reinziehen, wenn ihr Bock habt. Ich will, Alter, voll die Wichser, die den Kanal gehijackt haben. Warum auch? Warum? Warum macht man sowas? Ey, heftige Doku, ne? Miese Recherche, Freunde. Mal was ganz anderes. Mal was ganz anderes auf jeden Fall. Voll geil. Also auf sowas können wir gerne auch öfter reagieren. YouTube, schreibt mal eure Gedanken dazu auch unten in die Kommentare rein. Ich liebe euch. Dabei ist alles, weil dabei ist alles, weil wir sind ja schon dabei. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Bis dahin. Peace out, Alter. Gang.